So geht DHL mit unseren Paketen um. Wir bekommen so oft Bestellungen zurückgesendet, die von DHL beschädigt werden. Die erste Bestellung wurde einfach in einem Müllsack zurückgesendet. Das ist schon mal sehr gut, der aufgerissen ist. Mit einem kaputten Calypso. Jetzt muss ich auch noch aufpassen, dass ich mich nicht schneide. Die Hälfte da drin ist nass. Die Nudeln sind kaputt. Paket Nummer 2 kommt aus dem Ersten Weltkrieg. Wir verpacken jetzt ein Paket, das wir von hier oben nach unten schmeißen werden. Und ich verspreche euch, es wird nichts passieren. Die Selina verpackt bei uns immer die Pakete. Ich würde sagen, du machst einfach mal ein Standardpaket fertig und wir testen, ob das Ganze kaputt geht. Also erstmal lege ich eine Luftpolsterfolie auf den Boden. All unsere Glasflaschen werden in dieser Folie doppelt geschützt. Jede Bestellung mit Glasflaschen bekommt hier einmal noch eine Vorsicht-Glasfolie. Aber das scheint wohl nichts zu bringen. Go, Celi! 3, 2, 1, go! Dem Paket ist nichts passiert. Wir machen es ganz kurz auf. Ich bin mal gespannt. Nichts passiert. Der Gurke geht's gut. Dem Calypso geht's gut. Falls auch ihr bestellen wollt, könnt ihr gerne hier in der Bio vorbeischauen, denn dort kommt ihr zum Link des Shops.